Schauen wir mal. Hier ist zwar nicht die geradste Brücke, aber wir kommen drüber. So. Und zip. Und zip. Zip. 5. Ah, gut, wir sind immer noch am richtigen Pfad. Und ich hatte schon Angst. Ah, ein paar Blöcke können wir mitnehmen. The problem may not be where you're going, but how you to get there. Nummer 5. Lebt. Oh, den können wir verschieben. Sind da auch irgendwo Pfeile? Gut, dann müssen wir wohl dahin. Gut, zumindest können wir die Boxen da verschieben. Das ist ja schon fast wie ein Zelda-Puzzle da gerade. Shit. Oh shit. Was machen wir jetzt? Ich glaube aber den Raum genau. Genau. Connecting the pieces can solve the puzzle. Genau. Ich wusste doch, den Raum habe ich schon irgendwo mal gesehen. Weil wenn man hier durchgeht, kommen wir wieder dahin zu... Ich glaube, ihr wisst, wo ich bin, oder? Da, wo es diese zwei Abzweigungen gibt, wo auch diese Kugeln sind. Wenn man zu Langlauf geht, da einen Weg auf. Wenn nicht, dann ist es egal. Und wir sind durch. Okay. Da wäre die Nummer 6. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben 4 Blöcke zu wenig. Ne, 5. Wir brauchen 5 mehr Blöcke, um da reinzukommen. Fuck! Weiß nicht, sind da überhaupt genug Blöcke drin? Ah, jetzt weiß ich, was der Clou ist. Wir haben ja gesehen, wenn wir Rahmen bilden, was dann passiert, dann füllt sich das aus. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen zuerst, bevor wir da das... Den Rahmen können wir da in der Mitte vom Glas bilden. Genau, und jetzt haben wir die 4, die wir noch brauchen. Wir könnten auch das so lange machen, bis wir alles vollgefüllt haben, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu lange dauern. Obwohl, die Frage ist nicht, was länger dauert. Oder ob eigentlich schon, aber die Frage ist, was länger dauert, bis ich rausgefunden habe, wie man die jetzt wieder vernünftig separiert. Oder bis wir einfach das ganze Ding ausgefüllt haben. Old solutions can apply to new problems. Yeah, Nummer 6. Da waren wir auch schon mal. Da war ich da, wo ich damals, wisst ihr noch, als ich vergessen habe, meine eigene Stimme aufzuzeichnen, weil ich ein Vollarsch bin. Ja, genau, da waren wir da schon mal. Ups, wir haben zu wenig. Zu wenig gibt's nicht. Fucking shit. Fuck. Da drin können wir Blöcke platzieren. Das machen wir einfach immer Stück für Stück. Da weiter so. Ne, machen wir lieber gerade Linien. Das ist mal lieber. So. Bis dahin. Ich will. Ah, wir sind eh schon da. Ich dachte, da ist noch Glas. So. Sometimes you need to be carried. Ja, okay, da habe ich mir damals einen Turm hochgebaut und dann war ich bei Nummer 7. Da ist das Rote. Bekomme ich das heute auch noch? Oh, jetzt.
jetzt ist die Frage, wie schaffe ich das? Da bin ich vorhin hängen geblieben. Was soll überhaupt die Frage geschehen? Oh. Aber Moment, ich kann da doch einfach immer. Jetzt will ich mal gucken. Oh, fuck. Also einfach immer mehr reinplatzieren, oder? Das ist doch ganz so schwer. Wie, das letzte Stück geht nicht, oder was? So, jetzt geht doch. So schwer war das jetzt auch nicht. Straightforward problems can often require sound roundabout solutions. Fuck, was ist das für ein Raum? Okay, nee, ich wollte jetzt nicht rassistisch klingen, deswegen habe ich gestoppt. Aber. Was zum Teufel? Da ist Wasser drin. Ist da Wasser drin? Sieht aus wie Wasser. Nee, das ist einfach nur blau. Blau. Attention to detail can lead to very rewarding outcomes. Oh fuck. Ich dachte jetzt gerade, das frisst gleich meine Kanone auf. Was mir in den Aufnahmen aufgefallen ist, ich glaube, das Teil war sogar vorher schon mal da. Jedenfalls wurde der Bildschirm kurz schwarz geschadet. Ab. Oh, das ist ja was anderes. Wie auch erst jetzt. Life is full of up and downs. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and... Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das Lied komme. Up and downs, das heißt ja, dass ich auch wieder runterkommen muss. Das heißt, da runterfallen. Das Up dann auch wieder da. Genau. 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 Okay, sorry. Ich bin so aufgeregt. Auch ein bisschen sprachlos. Jetzt können wir da die ganzen Stockwerke, die wir heute geschafft haben, wieder rauf. Ich mag das irgendwie, dass man so sieht, was man praktisch alles hinter sich hat. Und dann ist man hier. Dann ist man hier und hat die rote Knarre genau vor sich. No matter how high you climb, there's always more to achieve. Dann gibt's wieder so ein beschissenes Rätsel. Und verkackt. Verkackt, 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 verkackt. Da brauche ich genau den Block noch dazu vorher, okay. Alles klar, alles klar. Oh. Aber das gefällt mir eigentlich, dass es mal wirklich von 1 bis 7, dass das praktisch so ein Mini-Dungeon in Antichamber ist, sobald man die gelbe Knarre hat. Und vor allem, dass man die ganzen Sachen, die man jetzt machen kann, nicht extra suchen braucht, sondern durch die Zauberei von Antichamber wieder hingelangt. So werden es immer mehr Blöcke. Thank you.
Oh, es ist offen. Es ist offen. There comes a time when you can work your way through anything. Mit der roten Waffe. Ooh.